New York im Jahr 2005. Der Dollar ist stark, die Wirtschaft boomt. An der Wall Street werden jeden Tag aufs Neue Börsen- und Wertpapiergeschäfte im gigantischen Umfang getätigt. Mit immer komplexer werdenden Immobilienprodukten, hervorragenden Renditen und vermeintlich minimalem Risiko werden selbst Arbeitslose zu Villenbesitzern und den Maklern, Versicherern und Bankenbossen winkt das schnelle Geld. Was die Finanzbosse, die Medien und die Regierung nicht erkennen, durchschaut der eigenwillige Hedgefondsmanager Michael Burry sofort. Er prognostiziert in wenigen Jahren das Platzen der amerikanischen Immobilienblase und den daraus resultierenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft, der Millionen Menschen heimat- und arbeitslos machen wird. Als Burry vor der großen Katastrophe warnt, will niemand auf ihn hören. Zu sicher fühlen sich die Bankenbosse und tun seine Prognose ab. Daraufhin entwickelt Burry einen perfiden Plan. Den Big Short. Durch sogenannte Shortings, Leerverkäufe von Aktien großer Investmentbanken, wettet er gemeinsam mit weiteren risikofreundigen Spekulanten, wie dem unbeirrbaren Trader Steve Aceman, dem geldgierigen deutsche Bankmakler Greg Lipman und dem früheren Star-Investor Ben Rickard gegen das Finanzsystem, um selbst das unfassbar große Geld zu machen. Das Desaster und der absolute Wahnsinn jenseits aller moralischen Grenzen hat begonnen. Ein gut gemachter Film, der dann auch noch zudem auf einer wahren Geschichte beruht. Ähnlich wie im Film The Margin Call geht es auch in diesem Film um die Skrupellosität der Banken. Der Zuschauer hat bei diesem Film allerdings praktisch durchgehend das Gefühl, mit im Geschehen dabei zu sein, was bei diesem Thriller nochmal eine extra Portion Spannung erzeugt. Die Besetzung liest sich im Prinzip wie das Who is Who Hollywoods. Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell und Marissa Tomei brillieren in dieser wahren Geschichte um Gier, Betrug, Zynismus und das skrupellose Spiel mit Macht und Geld. Der Film beruht auf dem Bestseller von Michael Lewis, der auch das Buch zu Moneyball geschrieben hat. The Big Short ist sehr komplex, weswegen man auch die ganze Zeit sehr aufpassen muss, um nichts zu verpassen. Er hat zwar zwischendurch ein paar Längen, diese werden allerdings weitestgehend durch die Geschichte aufgefangen. Ein klares Ja zur Kinokarte bekommt daher The Big Short und daher auch gute 8,5 von 10 Punkten. Michael, wie geht's dir? Ich hab was wirklich Interessantes entdeckt. Der gesamte Immobilienmarkt ist auf faulen Krediten aufgebaut. Der kracht zusammen. Der Immobilienmarkt ist grundsolide. Das ist eine Zeitbombe. Mike Burry, der sich die Haare bei Supercuts schneiden lässt und keine Schuhe trägt, weiß mehr als Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, und ja, tut er. Weißt du, ich bin stinksauer. Die Amerikaner werden von den Großbanken über den Tisch gezogen. Und ich werde wütender und wütender. Das ist unglaublich. Da kommt dieser Typ in mein Büro und sagt... Da laufen ein paar ganz schräge Dinger ab. Während die Banken noch eine riesige Party feierten, sahen ein paar Außenseiter, was niemand sonst erkennen konnte. Die ganze Weltwirtschaft wird kollabieren. Ich bin sicher, die Banken der Welt werden nicht allein durch Gier angetrieben. Sie irren sich. Niemand achtet darauf. Die Banken sind gierig. Und wir können von ihrer Dummheit profitieren. Sie wollen gegen die Banken wetten? Die denken, wir sind high oder haben einen Schlaganfall. Irgendwie brillant. Betrug hat noch niemals funktioniert. Irgendwann läuft sowas immer aus dem Ruder. Wann haben wir das bloß vergessen? Wie konnten die Banken das zulassen? Angetrieben durch Dummheit. Aber das ist keine Dummheit, das ist Betrug. Sag mir den Unterschied zwischen dumm und illegal und ich lasse meinen Schwager verhaften. Habt ihr eine Vorstellung, was ihr gerade getan habt? Ihr habt gegen die amerikanische Wirtschaft gewettet. Wenn du dich irrst, verlierst du alles. Die Banken haben das amerikanische Volk hintergangen. Jetzt setzen wir zum K.O.-Schlag an. Okay, es geht los. Ihr dreht Stripperinnen faule Kredite an? Sie sind alle sehr liquide. Sie können das nicht refinanzieren. Und meine Hypotheken? Was meinen Sie mit und Ihre Hypotheken? Ich habe 5 Häuser und eine Eigentumswohnung.